Herzlich willkommen zurück zu Pentiment. Wir sind an einem sehr denkwürdigen Moment, nämlich nach dem Mord an Lorenz Rotvogel und beginnen jetzt langsam mit der Aufklärung. Aber bevor wir das tun, würde ich ganz gern auf einen anderen Aspekt hin und stelle dafür das Spiel mal den Spielsound ein bisschen leiser. Und zwar haben wir im Spiel selbst zwei, drei interessante Namengebungen. Wir sind in einer Zeit, in der Berufsnamen oder Familiennamen aus Berufen entstehen, und zwar im bürgerlichen Kontext. Und zwei dieser Namen sind Steinhauer und Gärtner. Und ich würde sehr, sehr gerne das digitale Familienwörterbuch Deutschlands vorstellen und würde das auch in der Beschreibung unter dem Video verlinken, denn die Namen sagen sehr viel aus über das, was mit den Personen selbst verbunden ist. Und wir schauen erstmal nach Gärtner. Interessanterweise ist die Verbreitung in Deutschland so, dass wir eben nicht in Oberbayern sind, sondern vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet und in Ostmitteldeutschland, wenn es um die Häufigkeit dieses Namens geht. Nichtsdestotrotz können natürlich Vertreterinnen dieses Namens in Oberdeutschland leben. Interessant ist die Etymologie, also zunächst erstmal nach Mittelhochdeutsch Gartenere, Gartnere, Gärtnere und so weiter benannt. Interessant ist auch nicht die unterschiedliche Interpretation, sondern vor allen Dingen diese Bestimmung. Ja, ich mache das mal ein bisschen größer. So ist im Rhein-Neckar-Raum oft der Gärtner gemeint, im östlichen Verbreitungsgebiet dagegen der Besitzer einer häufig außerhalb des Dorfes gelegenen Karte oder ein Bauer ohne eigenen Ackergrund. Und jetzt das Interessante, beide besaßen in der Regel nur wenig Ackerland und hatten zum Bestreiten des Lebensunterhaltes daher zusätzlich einen Garten. Deswegen heißen diejenigen Gärtner. Und wenn man sich die Vermögensverhältnisse der Gärtners im Spiel selbst anschaut, ist das adäquat umgesetzt. Das nächste, wonach ich schauen würde, wäre der Steinhauer. Und ein ganz typischer Familienname aus Berufsbezeichnung. Der Steinhauer hier, Alternativen und Synonyme Steinmetz, Steinbrecher und so weiter und so fort, Verbreitung innerhalb Deutschlands, ebenfalls auch wieder das Rhein-Main-Gebiet, eben nicht Oberdeutschland, so wie im Spiel angegeben. Und zur Etymologie ist eine Berufsbezeichnung zu Steinhauer, der für einen Arbeiter am Steinbruch, ein Handwerker, der Steine behaut oder Bildhauer. Und dann haben wir noch eine weitere interessante Nachnamen-Motivation, und die würde ich an einem Namen gerne durchspielen. Das ist Stolz, der Arzt. Und Stolz ist offensichtlich keine Berufsbezeichnung, sondern eine Übernahme aus Mittelhochdeutsch Stolz für töricht, übermütig, stattlich, prächtig, herrlich, hochgemut, für eine stolze, hochmütige oder ansehnliche, stattliche Person. Verbreitung wiederum besonders stark Rhein-Main-Gebiet, weniger Oberdeutschland. Und das ist interessant, weil tatsächlich viele Namen, die wir hier sehen, nicht für die Region typisch sind, in der das Spiel selbst spielt. Das muss jetzt nicht allzu viel bedeuten, aber es ist interessant, weil es natürlich auf die Machart des Spiels schließen lässt und woher die Informationen stammen, die man dafür verwendet, also für so sprechende Namen. Noch ein weiteres interessantes Detail an den Namen ist, dass sie typischerweise für weibliche Personen, die den Namen tragen, zum Beispiel nach einer Ehe, durch den Suffix in gezeichnet sind, also Gärtner in, Steinhauer in, um die weibliche Person zu bezeichnen. Und das haben wir zum Beispiel in einem Phänomen, das wir auch in der aktuellen Diskussion hatten, über Gast und Gastin, das im deutschen Wörterbuch der Krims verzeichnet ist. Gut. Die Namen sind ein Aspekt, der bisher in den schon verlinkten Artikeln von Jennifer Schild und Pascal Mark Wagner noch keine Rolle spielen. Die kümmern sich eher um die Typografie und um den Ausdruck von Emotionen und einzelne Regionalismen. Und die Namenforschung selbst oder die Etymologie von Namen ist ein Thema, das linguistische Laien, also die linguistisch interessierte Öffentlichkeit, sehr interessiert. Deswegen wollte ich hier einmal wenigstens ganz kurz auf diese Ressource hinweisen. Aber schauen wir ins Spiel, und ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und wir starten hier mit dem
ersten Kapitel immer noch mit dem Baron in Nordstadt. Moment, jetzt muss ich den Spielsound wieder ein bisschen lauter machen in der Aufnahme. So sollte das passen. Und wir gehen mal zu dem Haus von Stolzens. Das ist hier, das Stolzhaus. Man sieht es schon, es ist sehr stattlich, prächtig. Mehrere Etagen und sehr markantes Fachwerk. Und wir haben jetzt folgende Aspekte hier im Tagebuch. Also es gibt eine Untersuchung des Erzdiakons. Und wir haben bis zu seiner Ankunft Zeit, Indizien für den Beweis zu sammeln dafür, dass der Mönch Piero nicht den Baron ermordet hat. Dann neben haben wir mehrere Hinweise. Die Wut des Steinmetzes, der Fluch der Witwe, die okkulten Hände, hier ist der Prior Ferenc mit verwickelt und der Baron und die Nonne. Ebenfalls noch eine Geschichte, die wir verfolgen wollen. Allerdings würde ich jetzt anstatt das Gespräch hier zu suchen in der Stadt, Moment, ich mache die Karte nochmal auf, sehr viel eher, also ich kann hier, bin hier bei Werner, ich kann zur Hebamme gehen, zum Prior. Wieso kann ich denn hier bei Werner irgendwas machen? Hier ist doch gar nichts, was ich tun kann. Warum ist das auf der Karte vermerkt? Ja, das ist alles. Da gibt es doch nichts zu tun, oder? Nee. Also, ich würde zu Florian gehen in die Abtei, um dort mit der Untersuchung anzufangen. Und würde parallel nochmal versuchen, vorher mit Cecilia zu sprechen über die Nonne. Reden wir erst mit Lennart. Lennart würde ich später machen. Ich möchte wirklich erst wissen, was bei der Untersuchung des Leichnams herauskommt. Und da das Angebot von Florian wahrnehmen, den Leichnam gemeinsam mit ihm zu untersuchen, bevor wir irgendetwas anderes tun. So, gehen wir mal weiter. Till interessiert mich jetzt nicht. Mit Salome hatten wir schon gesprochen. Hatten wir mit Salome schon gesprochen? Die ist ja mittlerweile angekommen. Nein. Ist sie nicht. Gut, dann schauen wir erstmal, dass wir in die obere Abtei kommen. Und da kann ich den Stein ans Fenster werfen. Im Schrein ist niemand. Rede ich erst mit Cecilia oder gehe ich erst zu Florian? Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich hier mit der Untersuchung etwas abschließe. Ich gehe mal lieber erst zu Florian. Das scheint mir wichtiger zu sein. Andreas, hier entlang. Da seid ihr ja. Ich bin froh, dass der Sturm euch nicht aufgehalten hat. Auch wenn ich Anweisungen gab, nicht gestört zu werden, wir müssen nun schnell sein. Ein Leichnam von nahem zu sehen, kann für manche beunruhigend sein. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Nun, ich bin nicht sicher, aber ich möchte Piero helfen. Ich habe an der Universität eine Zeit lang Medizin studiert, wir haben dort Leichen gesehen, ich komme zurecht. Ein Leichnam zu sehen, ist etwas anderes, als ihn direkt zu untersuchen. Nun dann, du sollst ja vermutlich Notizen machen, sie können später nützlich sein. Wie? Ah, natürlich.
beginne mit der Inspektion der Vorderseite, mit dem Gesicht und dem Kopf. Keine sichtbaren Wunden, keine Verunstaltungen, Zähne in gutem Zustand. Nichts Besonderes. Die Notizen macht er nebenbei, das ist gut. Nacken, Schultern und Brust sind normal. Ich muss etwas Blut abwischen, um den Torso zu untersuchen. Ja, da ist sie, eine Einstichwunde zwischen der 6. und 7. Rippe. Allerdings ist sie recht flach, etwa ein Zoll tief, nach meiner Vermutung. Und vermutlich von seiner Hand. Also, wieder Nürnberger Zoll oder Innsbrucker Zoll. Das mache ich nicht, das ist so dümmlich. Aber das scheint nicht tief genug, um ihn getötet zu haben. Es ist vermutlich nur eine zufällige Wunde, die ihm beim Sturz auf sein eigenes Messer zugefügt wurde. Er muss eine weitere Wunde haben, die für die Blutlache verantwortlich ist, in der wir ihn gefunden haben. Dann bedeutet das doch, dass Bruder Piero unschuldig ist. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bruder Piero den Baron erstochen hat, erklärt aber nicht, was den Mann tatsächlich getötet hat. Bruder Piero hätte dieses Messer nie aufheben dürfen. Ich bin sicher, es kam ihm nie in den Sinn, dass er damit schuldig aussehen würde. Nun denn, machen wir weiter. Nun, da befindet sich ein Geschwür an seinem Geschlecht, vermutlich von der Franzosenkrankheit und Syphilis. Ich bezweifle, dass es etwas mit seiner Ermordung zu tun hat. Das ist ziemlich interessant, wenn ihr wollt, schaut mal, wie die unterschiedlichen Nationen die Krankheiten benennen. Die schieben das immer auf die jeweils anderen. Die Krankheit, die französische Soldaten sich in den Bordellen von Neapel zuzogen. Ja, woher wisst ihr davon? Wir sprachen in der Universität darüber. Ah ja, sie hat sich rasch verbreitet, sogar nördlich der Alpen. Die Behandlung ist schrecklich, da sie mit hohen Quecksilbermengen verbunden ist. Auf jeden Fall scheint der Baron nicht der treueste Ehemann gewesen zu sein, nicht ungewöhnlich für den Adel. Ich hätte erwartet, dass ein Mönch darüber entsetzter wäre. Ich habe viele Jahre als Söldner verbracht. Geschlechtsverkehr und Tod sind übliche Bekleider in dieser Welt. Außerdem ist Geschlechtsverkehr selbst in einer Abtei gar nicht so selten. Ich verstehe. Ich mache unten weiter. Abgesehen von einigen Blasen an seinen Füßen, die vermutlich von seinen Schuhen stammen, ist mit seinen Beinen alles in Ordnung. Andreas, könnt ihr mir helfen, ihn umzudrehen? Natürlich. Seine Wirbelsäule weist eine leichte Unregelmäßigkeit auf, vielleicht von einer alten Verletzung. Ich glaube aber nicht, dass es etwas damit zu tun hat, wie er gestorben ist. Ich habe genug Zeit mit Adligen verbracht, um zu ermuten, dass es bei der Jagd um Sturz im Pferd geschehen ist. Es erscheint mir töricht, dafür das eigene Leben zu riskieren, aber was weiß ich schon. Was auch immer der Grund war, es hat nicht zu seinem Tod geführt. Hier, eine ziemlich traumatische Kopfwunde. Durch das dunkle Haar und das Blut ist es schwer zu erkennen, aber sie ist ziemlich schlimm. Ich habe noch nie jemanden mit einer derart schweren Kopfwunde davonkommen sehen. Ich vermute, dass die Wucht des Aufpralls recht groß sein müsste, um den Schädel aufzubrechen. Sehr richtig. Wie ich sehe, wurde eure medizinische Ausbildung nicht vernachlässigt. Ich verfüge nicht über die Vorteile eines Universitätsstudiums, doch die Schlachtfelder Polens und Litauens vermitteln mir auch eine Art Bildung. Lieber werde ich von jemandem mit Erfahrung behandelt, als von einem Anfänger mit Universitätsausbildung. Ich schätze eure Zuversicht. Die Wunde scheint durch einen einzigen kräftigen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden zu sein, der vermutlich nicht größer als 4 oder 5 Zoll war. Sehr wahrscheinlich starb er nicht sofort.
Wie lange kann er überlebt haben? Ich habe ähnliche Wunden im Kampf gesehen. Die Opfer überleben nicht länger als ein paar Minuten, aber es ist ein qualvoller Tod. Dennoch kann er sich nicht weit von der Stelle entfernt haben, an der er den Schlag erhielt. Er wurde also vielleicht nicht im Kapitelsaal angegriffen. Er wurde entweder im Kapitelsaal attackiert oder irgendwo in der näheren Umgebung. Könnte er außerhalb der Abtei angegriffen worden sein? Nein, das glaube ich nicht. Mit einer solchen Wunde wäre er vorher draußen zusammengebrochen. Und sicher hätte ihn jemand gesehen. Was auch immer den Baron getötet hat, es war ein stumpfer Gegenstand von beträchtlichem Gewicht. Der Teil, der ihn getroffen hat, war wahrscheinlich etwas kleiner als eine Faust. Hätte es auch eine Faust sein können? Ah nein, nicht einmal der stärkste Soldat könnte dies mit einem Schlag erreichen, sofern der Kopf des Barons nicht zu Boden gedrückt war. Doch selbst dann würden wir auch Verletzungen an Nase oder Stirn sehen. Hätte eine Frau oder ein älterer Mensch es tun können? Das hätte jeder tun können, mit der richtigen Waffe und ausreichender Größe. Wer auch immer das getan hat, muss den Baron überrascht haben. Bis auf die kleine Messerwunde hatte er keine weiteren Verletzungen. Ich vermute, er wurde geschlagen, zog sein Messer, um sich zu verteidigen, und fiel darauf, ehe Bruder Piero ihn entdeckte. Ich denke, wir haben zwei wichtige Dinge entdeckt. Der Baron wurde durch einen Schlag auf den Kopf getötet mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Ja, ganz genau. Wenn ihr herausfindet, womit er erschlagen wurde, könnt ihr euch dies zum Mörder führen. Wir wissen auch, dass Piero den Baron nicht erstochen hat. Wir wissen das. Und ich vermute, auch der Abt weiß das. Aber ihr werdet vermutlich mehr Beweise benötigen, um den Erzdiakon zu überzeugen. Oh, es gibt noch einen weiteren Gegenstand, den ich in der Jacke des Barons fand, aber nicht ohne euch öffnen wollte. Eine Art Nachricht. Ich denke, ihr werdet sie sorgfältiger öffnen, als ich es könnte. Das Mädchen. Das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine Kapitelhaus. Matutine hat die Inkluse gerufen, also mit ihrer Vorahnung. Das ist die nächtliche Betstunde. Und Kapitelhaus meint wahrscheinlich Kapitelsaal. Was steht dort? Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine, Kapitelhaus. Also ein Mädchen, das schwanger geworden ist. Das Mädchen? Welches Mädchen? Und welche Unschuldige? Eine der Nonnen, jemand aus dem Dorf. Jemand aus dem Dorf? Das könnte jeder sein. Ich bin mit den Familien nicht so vertraut wie ihr. Könnt ihr sagen, wer das geschrieben hat? Niemand aus Italien. Also, ist interessant. Also es können weder Adok noch Guy sein, deren Handschriften kennt Andreas. Und es ist niemand aus Italien. Das heißt, es scheiden eigentlich ein Großteil der Nonnen aus. Der Prior? So gut Adok und Guy auch sind, ich glaube nicht, dass sie diese nachbilden könnten. Was, wirklich? Wenn nicht sie, wer dann? Das will ich herausfinden. Ich wünsche euch bei der Suche nach der anderen viel Glück. Ich will euch nicht drängen, aber ich muss nun bitten, euch nun bitten zu gehen. Jede weitere Minute hier ist ein zusätzliches
Habt ihr jemanden? Bruder Florian, könnt ihr öffnen? Hier ist Werner Stolz, der Arzt aus Hassing. Nun, ich bin gerade beschäftigt. Könntet ihr nach dem Essen wiederkommen? Ich fürchte, es kann nicht warten. Vater Gernot bat mich, den Leichnam des Bruns zu untersuchen. In Ordnung, gebt mir einen Moment. Andreas, ihr müsst euch verstecken. Natürlich. Das ist fast so gut wie die Verstecke des Captains. Ah, das ist also Werner Stolz. Ah, Dr. Stolz. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, wie kann ich helfen? Der Abt möchte, dass ich den Leichnam des Barons untersuche, bevor seine Frau eintrifft. Das erscheint mir unnötig, da ich bereits meine eigene Untersuchung abgeschlossen habe. Nun, dann macht es doch nichts aus, wenn ich einen Blick darauf werfe. Dr. Stolz, bei allem Respekt, ich bin fertig. Die Todesursache ist eindeutig. Wärt ihr eine Stunde eher eingetroffen, hättet ihr mir gern assistieren können. Assistieren? Ich bin Arzt und habe eine Universitätsausbildung genossen. Ich kann sehr wohl allein einen Leichnam untersuchen, ohne die Hilfe eines Schlachtfeldquacksalbers. Na, damit wäre auch der Namensbedeutung erwiesen. Versteckt bleiben. Was auch immer ihr von meinen Fähigkeiten haltet, die Untersuchung ist abgeschlossen. Wenn ihr darauf besteht, den Leichnam dennoch zu untersuchen, dann muss ich darauf bestehen, dass der Abt mir dies selbst sagt. Bitte? Es wäre reine Zeitverschwendung, den Abt hierher zu bringen. Ebenso wie eine Untersuchung dieses Leichnams, nachdem eine vorangegangene bereits abgeschlossen wurde. Schwachsinn, ich werde sofort mit Vater Gernot zurückkehren. Der Abt darf nicht wissen, dass ich da bin. Das war knapp. Nur verschwinde schnell. Durch den Kreuzgang, ehe sie zurückkehren. Natürlich, danke, Bruder Florian. Aber gerne, wir sehen uns morgen. Bis dann. Wieso soll ich durch den Kreuzgang gehen? Ich kann doch ganz einfach nach draußen. Essen. Ich sollte jemanden finden, bei dem ich essen kann. Ich muss immer an diese Nachricht denken. Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Was könnte das bedeuten? Wer hat es geschrieben? Kann ich in die Kirche? Nein. Kann ich in den Schrein? Ach, der Großbüde. Meister Maler? Ja, ich bin es, Schwester. Glaubt ihr, Bruder Piero hat wirklich den Baron ermordet? Glaubt ihr es? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vater Abt sagt, dass der Teufel manchmal in Menschen einfährt und sich schreckliche Dinge tun lässt. Ich denke nicht, dass der Teufel in Bruder Piero einfuhr. Glaubt ihr, der Teufel könnte hier in Kirsau erscheinen? Ich schätze schon, weshalb? Ich habe den Teufel nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe seinen Odem gerochen. Letzte Nacht erwachte ich vor der Matutine und roch etwas in unserem Dormitorium. Eigenartig war das Moos und Schwefel gemischt mit Weihrauch und Rosen. Moos und Schwefel gemischt mit Weihrauch und Rosen, ist das die Ottilia oder was? Es bewegte sich durch den Raum. Schreien wollte ich, aber ich war zu ängstlich und dann war es fort. Ich schäme mich, dass ich nicht schreien konnte, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Haben die anderen Schwestern etwas gerochen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben alle geschlafen. Danke, Schwester Margarete. Gott segne euch, Meister Maler. Gott segne euch, Mathilda. Gott segne euch, Meister Maler. Was sagt Lisbeth? Alles sehr verschlossen. Gott segne euch, die kann schreiben. Kommt aber. Lisbeth. Gott segne euch, Meister Maler. Die scheiden alle aus. Die nicht schreiben können, scheiden aus. Schau mal schnell, das ist ziemlich wichtig. Also.
Edok war es nicht. Amalie kann ich lesen und schreiben. Cecilia aus Augsburg. Die kommt als Schreiberin in Frage. Klaus Endres. Eva Prioferenc kommt in Frage. Er kommt nicht aus Italien. Florian kann ich schreiben. Salomea haben wir noch nicht getroffen. Gernot kommt in Frage. Also Gernot, Ferenc, Cecilia. Das sind ja fast alle. Gertrude kann ich schreiben. Guy kommt nicht in Frage. Illuminata aus Perugia, Italien, kann nicht in Frage kommen. So, Lukas aus Fügen. Lukas kann nicht schreiben. Margarete Splint kann nicht schreiben. Lisbeth schaue ich nochmal. Wo ist Lisbeth? Mathilda kann nicht schreiben. Piero war es nicht. Rüdiger kann meines Wissens nicht schreiben. Lisbeth ist die Assistentin von Mutter Cecilia. Seppert. Hat Seppert die Nachrichten geschrieben? Bleiben eigentlich nur Cecilia. Wir reden mal mit der Priorin. Mal sehen, ob sie da ist. Sie ist nicht da. Okay, dann können wir hier in der Abtei nicht weiter. So. Oh, im Gasthaus kann ich essen. Äußeres Tassing, da kann ich auch überall essen. Kann ich auch essen. Immer ins Gasthaus. Vielleicht ist Salomea mittlerweile da. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Es muss ja auf alle Fälle sein, der so gut schreiben kann. Das mit dem kann ich nicht reden. Den Hund kann ich streicheln, das machen wir. Sehr gut. Das gefällt ihm. Schön. Dann Salomea. Ja, Meister Maler wollte ja an meinem Tisch das Abendessen einnehmen. Ich möchte mit dir über meinen verstorbenen Ehemann sprechen. Selbstverständlich. Bitte geh davor. Vielen Dank. Bitte nimm Platz. Segne uns Herr und diese Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Das Tischgebet. Ich fühle mich eher fehl am Platz hier unter dem Bauern. Danke, dass du das Mahl mit mir einnimmst, Meistermaler. Selbstverständlich, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich muss gestehen, ich bin überrascht, dass ihr mit mir sprechen wollt. Lorenz hat nicht schnell Freundschaft geschlossen. Er war ein eigensinniger Mann mit festen Überzeugungen, die er nicht zu teilen scheute. Als man mir sagte, er habe eine Art Freundschaft mit einem Künstler geschlossen, nun, da war ich neugierig. Es tröstet mich zu wissen, dass er hier an diesem ungewöhnlichen Ort Gesellschaft gefunden hat. Nicht, dass es in diesem kalten und tristen alten Städten viel Trost zu finden gäbe. Lorenz und ich wollten sie bereisen, ehe wir nach Worms zurückkehren. Nun, zurückkehren werden wir.
Mein herzliches Beileid, werte Dame. Ich fürchte, dieser Kummer ist nur der erste von vielen. Bist du verheiratet, Meister Maler? In Nürnberg wartet eine Frau auf mich. Wenn meine Arbeit hier getan ist, werden wir heiraten. Siehst du nicht freudig den Pflichten einer Ehe entgegen, Meister Maler? Vielleicht ist kein Wunder, dass du und Loren so schnell Freunde wurdet. Ich denke, er sah wohl sich selbst in dir. Meine Güte. Er hat euch sogar eine seiner Anstecknamen gegeben. Er muss euch sehr gemocht haben. Ich hoffe, ich finde ein friedlicheres Ende als er. Seine Gelüste nach Trank und Frauen plagten ihn ein sehr, doch die Scham verblasste mit der Zeit. Lorenz war nicht vollkommen, seine Treulosigkeit war kein Geheimnis für mich. Aber sind wir nicht alle unvollkommen in Christus? Ich liebte ihn wie eine Ehefrau ihren Mann angemessen lieben sollte, aber ich würde nicht sagen, dass wir Freunde waren. Ich hoffe nur, dass es nicht seine Gelüste waren, die ihm sein Ende brachten. Ich selbst habe noch eine Antwort auf dieses Dilemma gesucht. Standet du und Lorenz euch so nahe, dass du diese nun eingehst? Meine Gründe sind persönlicher Natur. Mein Lehrmeister Piero wurde bei der Leiche des Bauerns gefunden, aber ich glaube nicht, dass er euren Mann getötet hat. Wenn nicht er, wer dann? Es gibt viele Möglichkeiten, sowohl hier in der Abtei als auch in der Stadt. Euer Ehemann hat sich in seiner kurzen Zeit hier bereits viele Feinde gemacht. Das klingt wahrlich, sagt Lorenz. Er war ein Mann mit vielen Meinungen und er äußerte sich freigiebig gegenüber allen, die zuhören wollten und jenen, die es nicht wollten. Der vorherige Abt, Vater Matthias, schien das an ihm zu schätzen. Der neue Abt ist vielleicht etwas konservativer. Vater Matthias war ein aufgeschlossener Mann, wie ich hörte, ein wahrer Gelehrter. Vater Gernot teilt Matthias' Leidenschaft für das geschriebene Wort nicht, duldet aber die Kosten dafür. In einer solchen Lage zu sein, würde jeden Mann unglücklich machen. Ich verstehe. Ich frage mich, was er von Lorenz Geschenk an die Abtei halten wird. Was für ein Geschenk. Es schien eine Kleinigkeit zu sein von größerem Interesse und Wert für meinen Mann und den ehemaligen Abt als für Vater Gernot. Er hatte ein Buch über die Geschichte von Tassing gefunden. Er glaubte, dass es einige skandalöse Details enthielt. Er sagte, die Befürchtungen von Vater Matthias seien bestätigt. Mauritius. Hat er mir, aber Einzelheiten hat er mir nicht mitgeteilt. Kanntet ihr Vater Matthias persönlich? Ich habe ihn nie getroffen, aber mein Mann schätzt ihn sehr. Lorenz sagt, er wäre ein Mann von großer Tugend und sehr gebildet. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann. Ich bin nicht ungebildet, aber mir fehlt es der Wissensdurst meines Mannes. Wenn ihr das Buch findet, wird hoffentlich seine Bedeutung klar. Ernst nickt. Plant ihr lange in Tassing zu bleiben? Nur so lange, wie der Erzdiakon braucht, um den Mord an meinem Ehemann zu untersuchen. Wenn auch die Gründe für meinen Aufenthalt hier schrecklich sind, habe ich es doch nicht eilig, zurückzukehren. Und warum das, wenn ich fragen darf? Ich sollte nicht, ich sehe einen Schimmer von dem, was Lorenz in dir sah. Du bist wahrlich einnehmend, Meister Maler, und es fällt zu leicht, mit dir zu reden. Ihr seid nicht die Ersten, die es sagt. Ach, das überrascht mich nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was aus mir wird, wenn ich nach Worms zurückkehre. Mein Titel und mein Zuhause könnten in Gefahr sein. Lorenz und ich haben einen Sohn, doch er ist noch jung. Ich weiß nicht viel über die Rechtslage, nur dass meine Position in gewisser Weise gefährdet ist. Da hat sie recht. Ich schätze, ihr werdet es ganz gut überstehen. So der Herr wünscht, Meister Maler. Es tut mir leid, dass ich unser Gespräch beenden muss, aber ich fürchte, ich muss mich ausruhen. Danke für die Einladung an euren Tisch. Alles Gute, Meister Maler. Und, was auch immer man über meinen Ehemann sagt, ich bin sicher, er wusste deine Freundschaft zu schätzen. Okay. Ich sollte ihm etwas Schlaf genehmigen oder in die Bibliothek einbrechen. Darauf hätte ich mehr Lust, um ehrlich zu sein. Denn in der Bibliothek kann ich ja, wenn ich das richtig sehe, genau. Also wir haben eigentlich zwei
zwei Dinge, ne? Also der Hut eines Steinmetzes, dem müssen wir noch nachgehen. Das mache ich vielleicht morgen, mal sehen. Dann haben wir die okkulten Hände. Das ist auch sehr vielversprechend. Müsste ich auch in die Bibliothek? Und hier muss ich auch in die Bibliothek. Also die zwei Stränge kann ich mit dem Besuch in der Bibliothek angehen. Und irgendwie ist das ja auch naheliegend, im Hinblick auf die... Oh, ein Konvent kommen kann ich trotzdem. Haus der Prioren. Ah, sitz hier, mit der rede ich jetzt. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter, sitz hier. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Nein, verzeiht, bis später. Also, die hat mir schon alles gesagt, was sie weiß. Aber. Oh, Glühwürmchen. Oh, das ist ja süß. Lass uns das mal angucken. Oh. Ist gut. Das macht glücklich. So, jetzt Achtung. Obere Abtei. Und wir gehen in die Kirche. Oder kann ich auch durch den Kreuzgang gehen? Ich muss ja in die Kirche. Oh. Oh Mist, Mathieu ist der Exekutor der Abtei. Wenn er mich sieht, wird er mich rausschmeißen. Ich darf nicht gesehen werden, bis er eingeschlafen ist. Nur gut, dass er schlecht sieht. Das sind sehr. Also seine Verstecke sind echt nicht gut. So. Machen wir gar nicht lange rum. Gehen wir mal lieber so schnell es geht in die Bibliothek. Da haben wir wieder Moritz mit den Blumen. So, dann los. Wenn ich diese Treppe hinaufgehe, wird es etwas dauern, die Aufzeichnung zu finden, die ich benötige. Ich werde morgen früh weniger Zeit haben, wenn ich jetzt nicht umkehre. Bibliothek betreten. Was ist das für eine Frage? Durchsuche die Aufzeichnung der Namen. Also wir finden jetzt also, wir müssen jetzt erstmal die Schwester finden. Okay, was ist das? Was ist das? Oh, Kräuterbuch. Ja, was kann Brie? Über die Kräuter von Wales. Der Autor heißt Godfellas von Salopia. Er kommt mir nicht bekannt vor. Interessant, er schreibt über Mäusenormen. Die Griechen haben diese Pflanze verwendet, um die Verdauung zu unterstützen. Hier steht, dass sie auch bei Schwellungen helfen kann. Er scheint aus Erfahrung zu sprechen. Ein wundervolles Juwel für die Abtei. Tolle Handschrift. So, kann ich hier hinten? Nein. Ist hier hinten noch irgendwas? Auch nicht. Gut, dann gehe ich den Turm nach oben. Das machte ja der Schwester Stena so eine Mühe. Was haben wir denn hier? Oh, das ist auch schön. Ein Film aus einem längeren Text, die Mysteria Astra. Das kennt Mr. Stammel. Das sagt mir nichts, anscheinend eine Art astronomischer Text. Sie scheint unvollständig zu sein, erklärt auch die Verbindung zwischen astrologischen Zeichen und Elementen und die Beziehung zur Alchemie. Dann blätter mal drin, vielleicht finden wir was da. Das ist das, was wir brauchen. Um die Scheibe zu entschlüsseln, also um die Botschaft zu entschlüsseln. Jedes Zeichen ist von einem der vier Elemente bestimmt. Krebs, Skorpion und Fische sind die Wasserzeichen, Steinbock, Stier und Jungfrau die Erdzeichen und so weiter. Hier endet der Text. Auf der nächsten Seite steht etwas ganz anderes. Schwester Leonata versucht wohl, den größeren Text wiederherzustellen. Diese beiden Seiten waren zwar recht interessant, aber auch sehr grundlegend. Augenblick. So hängen die, na, endlich hat es. So hängen die astrologischen Symbole auf Ferrans Botschaft mit den Elementsymbolen auf der Vouelle zusammen.
Ich habe schon gedacht, ich müsste ja ein Bildschirmfoto machen. Wenn ich das Rad auf das Element drehe, das zum Zeichen passt, kann ich die Nachricht entschlüsseln. Ausgezeichnet. Das ist wichtig für die okkulten Hände. Das ist der Hinweis. Ja? Das ist der Hinweis. Das ist ja so nebenbei mit. Haben wir das mit abgehandelt? Das ist gut. Da finden wir noch einen Hinweis auf den Ferenc. Äußerst sonderbar. Die Geschichte des Labyrinths der Bücher. Da sieht man wieder so einen Klosterplan und eine Bibliothek. Sehr interessant. Ich frage mich, welche geheimen Texte an einem solchen Ort verborgen sein könnten. Vielleicht kann ich mir dieses Buch entleihen, wenn ich die Zeit dazu habe, vorausgesetzt, Illuminator erlaubt es. Ja, okay. Ich glaube, wir haben gerade anderes zu tun, als uns das anzuschauen. So, das ist, scheint die letzte Tasche zu sein, oder? Ja, dann ist das unser Buch. Das sieht vielversprechend aus. Die Familie der Schwester der Abtei Kirsauer. Genau. Schwester Katharina. Mutter Katharina. Mutter Katharina hat anscheinend mit den Aufzeichnungen begonnen, vor fast 50 Jahren. Schwester Hildegard aus der Familie Göllerich in Ravensburg, ziemlich wohlhabend. Sie ist dann wohl nach Mutter Katharina Priorin geworden. Okay. Dann haben wir die Schwester Cecilia. Schwester Cecilia, Adelheid. Oh, das ist die Eintragung zu Mutter Cecilia. Augenblick, sie stammt aus der Familie Welser. Das ist eine der mächtigsten Familien Augsburgs. Ihre Familie scheint jedes Jahr viel Geld an den Kirsau zu spenden. Mehr Geld, als meine Familie in 10 Jahren macht. Schwester Gertrude aus Hof, die Kräuterkundlerin. Ihr Vater ist Apotheker, das erklärt es. Schwester Mathilda. Mathilda, Laienschwester. Ah, die Kellerin der Nonnen aus Kempten. Eine Händlerfamilie. Sie haben Pigmente für das Skriptorium gespendet. Sehr aufmerksam. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Was ist das? Dieser Vermerk besagt, dass Schwester Mathilda die Abtei für mehrere Monate verlassen hat. Warum sollte sie in eine Einsiedelei gehen? Es kommt mir seltsam vor, dass ihr Eintrag der einzige mit einem solchen Vermerk ist. Sie baten vor 3 Jahren. Das war kurz vor Vater Matthias Tod. Was bedeutet, dass es in der Zeit von Baron Rotvogels Besuch war? Das muss es sein. Mathilda muss die Nonne sein, die der Baron bei seinem letzten Besuch verletzt hat. Ich sollte erneut mit Mutter Cecilia sprechen und mit Schwester Mathilda. Okay. Wir sind jetzt folgendes. Der Baron hat Schwester Mathilda verletzt. Das Motiv dafür dürfte, wie bei den anderen, sein, dass er sie begehrt hat. Aber sie lebt ja noch. Der Zettel, den wir gefunden haben bei Baron Rotvogel, also bei Lorenz Rotvogel, sagt aber, das Mädchen ist gestorben und eine Unschuldige mit ihr. Das heißt, es muss noch ein anderes Mädchen geben. Und zwar nicht aus dem Kloster, sondern aus der Stadt, so wie wir es vermutet haben. Und es ist ein Mädchen, es ist keine Schwester Illuminator. Das sollte interessant sein, Schwester Illuminator. Eigentlich Angelina aus der Familie Carbaccio und Beruccia. Also sie ist Italienerin, sie hat es nicht geschrieben. Es scheint über einen alten Abt namens Rudolf eine Verbindung nach Kirsau zu geben. Ihre Familie spendet auch jedes Jahr Geld an die Abtei. Gut. Dann haben wir Schwester Sophia. Sophia aus Birgitz. Ihre Familie ist arm, aber sie hat Mehl gespendet. Lisbeth.
Nein, Schwester aus Utrecht. Sie scheint vor ihrer Ankunft ein eigenes reiches Leben geführt zu haben. Ehemann und Kind, beide verstorben. Ihre Händlerfamilie hat eine Verbindung nach Kiesau durch den Kaufmann in Rotenburg ob der Tauber. Das ist natürlich eine freie Kaiserstadt. Margareta? Das blinde Mädchen, das Gertrude hilft. Sie ist nach einer versuchten Behandlung ihres grauen Stars erblindet. Oh, das ist bitter. Wohlhabende Bauernfamilie, sie haben Wolle und Weideland in Kreml gespendet. Und Stena. Schwester Stena, das ist sicher spannend. Tochter der Rombergs aus Tabor. Eine überaus einflussreiche Familie in Böhmen. Sie haben ein Vermögen an die Abtei gespendet. Kein Wunder, dass Mutter Cecilia und der Abt ihr alles durchgehen lassen. Okay. Gut. Tagebucheintragung. Anmerkung zu Schwester Cecilia. Mathilda. Okay, die können wir also morgen fragen. Mensch, was gibt's denn da an neuen Einträgen? Sophie. Klosau, was ist da eingetragen? Genau, das sind die Bücher. Okay, na gut, das ist jetzt nicht relevant für meinen. Eine weitere Untersuchung. So, gehen wir mal rein. Gut. Kommt jemand? Rüdiger? Mathieu? Leute. In der Tat. Nicht schlecht. Was um alles in der Welt? Mist. Ich werde mit Ihnen sprechen. Wir können das aufklären. Wir werden uns einig werden. Vielleicht. Ich will jetzt nicht über Erpressung reden, aber. Hallo, guten Abend. Was? Was macht ihr hier? Rüdiger kann schreiben. Mathieu auch. Andreas, was hat das zu bedeuten? Seid ihr uns hierher gefolgt? Ich wollte euch nicht erschrecken. Ich suche nach Hinweisen auf den Mörder des Bauerns. Ich weiß, dass Bruder Piero es nicht wäre. Jemand anders aus der Abtei oder Stadt muss der Täter sein. Ihr wisst, dass Piero ein guter Mann und ein frommer Mensch ist. Ich kann ihn nicht sterben lassen. Oh gut, ich kann nicht glauben, dass Bruder Piero vielleicht bitte verzeiht. Es ist einfach so schrecklich. Ich bete zu Gott, dass Piero Gnade erfährt und der wahre Täter gefunden wird. Ich bin froh, dass ihr tut, was ihr könnt, um ihm zu helfen. Für uns andere ist es schwierig zu handeln, da die Meinung des Abends feststeht. Andreas, inwiefern hilft das Schleichen durch die Bibliothek dabei, Bruder Pieros Unschuld zu beweisen? Ich bin nicht sicher. Wisst ihr, warum Schwester Mathilda in eine Einsiedelei geschickt wurde? Ja, da war eine Zeit, in der sie abwesend war. Eines Tages war sie einfach fort. Den Grund kenne ich nicht. Ich mische mich nicht in der Regel nicht in die Angelegenheiten der Mutter Cecilia ein. Ich habe nie mit ihr gesprochen. Aber Voislav hat mir erzählt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen eine Einsiedelei geschickt wurde. Rüdiger. Warum kennt Voislav Mathildes Aufenthaltsort? Sie sind beide Kellerer und gehen für Belange der Abtei in die Stadt. Genau wie ihr mehr mit Schwester Eliminata zu tun habt als ich, hatte Bruder Voislav mehr mit Schwester Mathilda zu tun. Ich wünsche euch so oder so viel Erfolg dabei, Bruder Piero's Unschuld zu beweisen. Ich vertraue darauf, dass ihr all dies für euch behaltet. Solange ihr dasselbe tut. Natürlich. Ich werde den anderen nichts sagen. Wir sollten gehen. Gute Nacht, Andreas. Okay, die gehen also direkt durchs Skriptorium, wie es scheint. Und wir gehen wieder durch die Krypta. Und ins Bett. Sehr ärgerlich. Na ja, gut. Aber ist gut. Wir haben ziemlich viel rausbekommen.
Hey, was jetzt? Ach, die Ursula. Anderer. Guten Morgen. Oh, es ist nicht morgen. Es ist mitten in der Nacht, Ursula. Was macht ihr hier oben? Strapf. Verstehe. Haha. Soll ich euch eine Geschichte erzählen oder euch das beim Einschlafen helfen? Es war einmal ein kleines Mädchen, ungefähr in eurem Alter, das mit einem Korb Orangen verkauft wurde. Ein Mann muss jedes Jahr Miete an den König zahlen in Höhe von 4 Körben mit Orangen. Das war natürlich in Italien. Ihr wisst nicht einmal, was eine Orange ist. Wie auch immer, die kleine Tochter des Mannes hatte Haare in der gleichen Farbe wie ihr, wie eine Orange. Und der Mann hatte nicht genügend Orangen, um die Miete zu bezahlen, also setzte er seine Tochter in den 4. Korb. Er bedeckte sie mit Orangen und schickte die Körbe zum König. Als die Diener des Königs das kleine Mädchen fanden, sagte der König ihnen, sie sollten sie als Dienerin großziehen. Sie nannten sie Arangetta, wie eine kleine Orange. Ihr sprecht kein Italienisch, also bedeutet euch das nichts, aber es ist sehr, sehr niedlich. Och, süß. Wie auch immer, als das Mädchen älter wurde, verliebte sich der Sohn des Königs, der Prinz, in sie. Aber die anderen Diener waren eifersüchtig und sie gaben ihr 3 Unge. Wie auch immer. Sie waren sehr glücklich zusammen. Och, süß, Ursula. Das ist ganz toll, das ist so eine. Ja, da pennt er ordentlich. Erstmal schön die erste Arbeitsphase. Ich sollte jemanden finden, bei dem ich essen kann. Na, sag mal, vielleicht kannst du auch einfach mal was arbeiten. Er hat sich auch nichts getan, oder? Ich sollte wirklich aufräumen. Okay, das sind die Bücher von Illuminata. Auch nichts Neues. Gut. So, mal auf die Karte schauen, was wir jetzt tun können. Ich will jetzt aber nicht schon wieder essen. Das gibt's doch nicht. Kann ich den ganzen Tag essen? Wieso ist die Benediktsregel jetzt? Da habe ich doch überhaupt nichts zu schaffen gehabt. Gut, ich werde jetzt mal keine Zeit hier mit Gesprächen verschwenden. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und, ich wollte mir ja noch Baum, die Nonne, okkulte Hände und des Steinmetzes. Es muss noch ein anderes Mädchen geben. Das hängt, das mit Lima zusammenhängt. Also ist ein Mädchen, ist gestorben. Ins Haus? Ja, ich will aber nicht hinzunehmen. Alter Otto interessiert mich auch nicht gerade. Ich muss zur Hebamme. Kann ich vorher was tun? Ich kann auch in der Abtei essen. Aber was mache ich? Gehe ich jetzt in die Abtei oder gehe ich zu... Ich guck mal, ob Lindhardt vorm Haus steht. An dem sind wir beim letzten Mal sind wir vorbeigelaufen. Gestern. Vielleicht. Der Ulrich in seinem Fenster, ey, der guckt da mal raus. Das ist so. So, Lindhardt ist nicht am Arbeiten. Ach, was ist denn das hier? Das ist eine Angelrute. Okay. Was mache ich? Ich darf ja wieder in die Abtei, nicht wahr? Und ich muss eigentlich mit CC reden. Und ich muss ins Haus des Priors. Jetzt kommt dann, machen wir mal Nägel mit Köpfen und gehen in die Abtei. Vater Thomas will ich jetzt eigentlich auch nicht reden. Falls was mit Lindhardt sein sollte, das kann ich auch später noch
Hallo Till. Das später anschauen. So. Und dort. So, wie immer gehen wir mal im Schrein vorbei. Da ist nichts. Gut. Sitz hier. Ist die da? So, alle arbeiten im Garten. Was ist das? An dieser Schaufel klebt Blut. Das ist nicht normal. Ich glaube, Schwester Mathilda verwendet sie im Garten. Ich sollte sie fragen. Blutige Schaufel. Mathilda, da ist sie. Da wollte ich sie so noch reden. Gott segne euch, Meister Maler. Ich will euch einige Fragen stellen, Mathilda. Ihr wisst, dass Mutter Cecilia es nicht mag, wenn wir mit Männern sprechen. Es sei denn, es ist wirklich notwendig. Ich muss nach euch nach eurer Schaufel fragen. Die Gartenschaufel, ich würde nicht sagen, dass sie mir gehört. Sie gehört der Abtei. Ich benutze sie nur öfter als die anderen Schwestern. Es ist Blut drauf. Ich habe kürzlich junge Kaninchen damit im Garten getötet. Die anderen Schwestern sind dafür zu zimperlich. Ich habe sie nicht sauber gemacht, weil sie ohnehin gleich wieder im Dreck gelandet ist. Aber warum erwähnt ihr die Schaufel? Oh, ich verstehe. Nein, ich habe den Baron nicht damit getötet. Ein Mann ist schließlich kein Kaninchen. Schwester Mathilda, habt ihr kürzlich eine seltsame Nachricht erhalten? Ja, woher wusstet ihr das? Baron Rotvogel erhielt eine. Was stand drin? Hier, seht selbst. Ach, der große. Erinnert euch daran, was er getan hat. Die Gewalt, die ihr erlitten habt. Der rote Vogel fliegt. Martine. Das ist so ähnlich wie bei Mord im Orient Express, ne? Also das heißt, es gibt so eine Gruppe von möglichen Tätern und Täterinnen. Und irgendjemand hat sie zusammengebracht oder davon überzeugen wollen, zu Martine im Kapitelhaus zu sein. Einer wäre da und hat es getan. Vielleicht sind die Zettel aber auch nur Ablenkungsmanöver. Rotvogel, der rote Vogel. Ich fand sie in meinem Bett im Schlafsaal der Nonnen. Ihr könnt sie behalten, wenn ihr wollt. Das hat die Margarete gerochen. Wer kann so gut schreiben und riecht nach Schwefel, Moos, Weihrauch und Schwefelmoos. Der Köhler, oder? Aber kann der schreiben? Ich glaube, der kann nicht schreiben. Schwefel, Moos, Weihrauch. Da ist der Prior, Ferenc. Warum riecht er nach Schwefel? Ach, wegen seiner Experimente. Nach dem Bett hätte sie dorthin legen können. Die einzigen Menschen, die den Garten verlassen dürfen, sind die Schwestern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine von ihnen war. Mutter Cecilia und Schwester Limonata haben eine wunderschöne Handschrift, aber beide waren so nett zu mir. Vielen Dank für eure Zeit, Schwester. Gott segne euch, Meister Maler. Hat es mit den Kaninchen, das hat die Gertrude schon gemeint. Aber mal sehen, was jetzt hier noch sagt. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Ich muss mit euch über Mathilda sprechen. Ich habe euch davor gewarnt, in die Bibliothek zu gehen. Ich hätte wissen müssen, dass ihr nicht auf mich hören würdet. Was Schwester Mathilda widerfuhr, war tragisch. Was ist Schwester Mathilda widerfahren? Aus den Aufzeichnungen geht nur hervor, dass sie die Abtei für einige Zeit verlassen hat. Ich habe die Details aus unseren schriftlichen Aufzeichnungen aus mehreren Gründen weggelassen, von denen keiner edel war. Lorenz, der Baron, versuchte Schwester Mathilda zu verführen. Sie wies ihn mehrmals ab. Als ergriff er sie eines Morgens auf der Wiese an, als sie unterwegs zur Stadt war, und zerrte sie in den Wald. Schwester Mathilda ist eine starke Frau, aber ihr Widerstand stieß auf Gewalt. Als Pilger sie fanden, hatte man sie so heftig geschlagen, dass sie sich kaum bewegen konnte.
Ich nehme an, dieser Angriff hatte für den Baron keine Konsequenzen. Nein, ich wusste, er würde es nicht tun. Ich wusste auch, dass es ihn in eine heikle Lage bringen würde, wenn Vater Matthias von dem Angriff erfuhr. Der Baron hatte keine Konsequenzen zu befürchten, aber der Abt hat die Fortsetzung seines Patronats abgelehnt. Was ein Grund ist. Naja. Ich verheimlichte die Identität des Angreifers vor dem Vater Abt und ließ Schwester Mathilda in eine Einsiedlerei in der Nähe von Mittenwald bringen. Sie blieb dort unter der Obhut von Schwestern, bis sie sich erholt hatte und zurückkehren konnte. Ihr glaubt wirklich, dass der Abt gegen den Baron vorgegangen wäre? Nein, ich bin sicher, dass er das getan hätte. Damit hätte er die Existenz dieser Gemeinschaft gefährdet. Versucht zu verstehen, wie schwer es für meinesgleichen ist, zu glauben, dass jeder Mann, vor allem ein Adliger, zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich bin stolz auf das, was ich getan habe, Andreas, aber getan ist getan. Wie war es für Schwester Mathilda, den Baron Kirsau wiederzusehen? Andreas, wenn du von mir hören willst, dass Schwester Mathilda den Baron tötete, das wirst du nicht. Ihn zu sehen, war natürlich unerträglich für sie. Sie hat ihre Tugend gegen den Baron verteidigt, aber ihre Verletzungen waren schwer. So, das heißt, er hat sie nicht vergewaltigt, sie konnte nicht schwanger sein. Es geht definitiv noch um ein anderes Mädchen. Und sie lebt irgendwie offensichtlich. Okay. Ihr Körper erholte sich mit der Zeit, ihr Geist, aber ich bin nicht sicher, ob er sich je zur Gänze erholen wird. Sie kämpft immer noch mit ihm, in ihren Träumen. Sie wacht in der Nacht schreiend und schweißgebadet auf. Es beeinträchtigt sie immer noch. Das bedeutet nicht, dass sie den Baron töten wollte und schon gar nicht, dass sie es tatsächlich getan hat. Schwester Mathilda ist eine treue Dienerin und Freundin Christi. Das glaube ich wirklich, Andreas. Sie wird von dieser Gemeinschaft aus gutem Grund respektiert und geliebt. Ich verstehe. Danke, Mutter Cecilia. Andreas, wenn du mir danken willst, erwähne Schwester Mathilde nicht gegenüber dem Erzmann. Ich glaube nicht, dass sie das hätte tun können. Natürlich. Gott segne dich, Andreas. Okay, ich darf Mathilde nicht erwähnen. Bewertet die Beweise. Okay. Okay. Das erklärt immer noch nicht die Schrift. Okay, bevor wir essen, versuchen wir jetzt mal. Ich gehe nochmal in den Kapitelsaal. Was haben wir da? Da ist der Blutfleck. Der ist also nicht weit gekommen, ist schrecklich, er muss von Baron stammen, bevor er starb, aber wie? Geh mal in den Garten. Oh, da steht gar nicht. Aber ich muss erstmal zu dem, ins Haus vom Prior. Das hilft mir nicht sehr viel weiter. Und hier war das offene Grab. Da. Das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Von Gerhard war das. Das Grab von Gerhard. Ferenc. Ah, Andreas, welche schreckliche Zeit. Schreckliche Zeit. Ermord an einem Baron Kirsau. Wir leben in dunklen Zeiten. Bruder Piero, ich muss gestehen, das hätte ich nie von ihm erwartet. Was kann ihn nur überkommen haben? Piero ist dem Tod bereits nahe.
Zügellere zum Andreas, er mag ein Mörder sein, aber er ist noch immer ein Bruder Christi. Neid und Stolz führen den Wahnsinn, Andreas, auch alte Männer. Aber ihr seid sicher aus gutem Grund hier. Braucht ihr etwas? Ich habe einen interessanten Brief gefunden, den ihr an den verstorbenen Baron Rotvogel geschickt habt. Was? Wo habt ihr das her? Habt ihr okkulte Rituale abgehalten? Schst. Er wollte mich zu einem Ritual zwingen, das ihm bei einem Zustand helfen sollte. Aber ich weigerte mich, wie aus dem Brief zu ersehen ist. Die Franzosenkrankheit also. Er hat sicher Quecksilber dagegen eingenommen in hohen Dosen, kann seltsames Verhalten hervorrufen. Das Quecksilber könnte erklären, warum er so leichtsinnig war hinsichtlich unseres gemeinsamen Interesses. Er hielt sich offenbar für unantastbar. Solchen Illusionen gebe ich mich nicht hin. Was könntet ihr nur gemein haben? Bücher. Ich bin Prior des Kiasau-Skriptoriums, eines der letzten seiner Art im gesamten Christentum. So bescheiden unsere Abtei sein mag. Beinhalten Werke in unserer Bibliothek doch Themen, die man jenseits dieser Mauern selten findet, vor allem nicht in so einer großen Anzahl. Wenn man Männer mit gewissen akademischen Interessen ist, das vielleicht der einzige Ort, an dem man sich austauschen kann. Und doch drohte er euch, die Inquisition einzuschalten. Dem Baum ging es um mehr als die Wissenschaft. Als er Theorie in die Tat umsetzen wollte, weigerte ich mich. Mehr gibt es nicht zu sagen. Verstehe. Wäre das alles? Ich habe noch andere Verpflichtungen. Ich hätte noch einige weitere Fragen, wenn es euch nicht stört. Dann beeilt euch. Ihr habt im Skriptorium eilig etwas versteckt, das auf eurem Tisch lag. Verzeihung? Und warum habt ihr im Skriptorium herumgeschnüffelt? Ich habe nicht herumgeschnüffelt. Ich hatte Farbe verschüttet und wollte den Boden säubern. Die Arbeit geht mir schneller von der Hand, wenn ihr um die Brüder in der Küche seid. Lass uns eine Übereinkunft treffen, Meister Marder, des Brüder Christi. Ja, gern, ich mag es, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das Skriptorium ist mein Reich, ihr seid dort nur zu Gast. Und solange das so ist, bin ich euch keine Rechenschaft schuldig, nur dem Abt. Haben wir uns verstanden? Wenn ich das fragen darf, warum seid ihr nicht abgeladen? Ich war, wenn eure Brüder mit eurer Wahl nicht einverstanden. Das ist, darüber rede ich nicht mit euch. Sind wir jetzt fertig? Für das Erste, habt euch wohl, Prior Ferenc. Adieu, Meister Maler. Kann ich ins Haus gehen? Ja. Tue ich das doch. Was ist das? Oje. Reine Gerechtigkeit. Angeklagt wie die Frauen von Innsbruck. Inquisition ist sein Hammer. Fangt den roten Vogel, Martettine Kapitel aus. Jemand hatte es eilig, dieses Pergament loszuwerden. Riecht frisch oder vermutlich vor weniger als einem Tag verbrannt. Es wird ja immer ominöser. Auf dem Pergament befinden sich tiefe Einkerbungen. Wer auch immer auf der Seite drüber geschrieben hat, muss wütend gewesen sein. Vielleicht könnte ich die Seite mit Holzkohle abreiben, um die Schrift zu enthüllen. Das ist der Brief von dem... Ach, der... Hat er mir geschrieben am Tisch? Na gut, das ist jetzt nur. Wir wissen ja, dass es von ihm kommt. Ja, ist da. Aha, Klavier allen Alptag. Es ist ein Brief an den Baron von Prior Ferenc. Ah, er muss Ferenc den Brief geschrieben haben, den ich im Gästehaus fand. Lorenz hat Ferenc erpresst. Es ist dasselbe Text. Das wissen wir ja nur. Okay.
So, ich weiß jetzt, wie die astronomischen Symbole der Botschaften und Elementsymbole auf der Hohlwelt zusammenhängen. Ferens Nachricht sollte jetzt einfach zu entschlüsseln sein. So, was haben wir? Wie funktioniert das? Also, oben, unten, was ist das? Ah, hier, da haben wir das erste Symbol. Luft, und ich muss es nach oben stellen. Luft. So, was haben wir da? Achso, das zeigt schon drauf. Okay. Ein H. Dann das Symbol steht für die Erde. Okay. Dann Feuer. Ein G. Dann haben wir Wasser. Da. So. Komisch, was kann das heißen? Hoffentlich mache ich das richtig. Gär. I. Ik. Gär. Wasser. Was für da oben, oder? Gär. Stimmt das? So eine Wellenlinie, ja. Dann haben wir Erde. Da. Dann nochmal Erde. Und Wasser. Da. Gerhard. Wie in dem verstorbenen Bruder Gerhard. Ja, ja, das kann kein Zufall sein. Ik Gerard. Ah. Die Regel. Okay. Ik Gerard. Oder Gerard starb irgendwann im letzten Jahr. Was hat das mit ihm zu tun? Ist einer krank? Ah, Ik Jacket Gerard. Hier ruht Gerard. Ich persönlich hätte ja Gerhard ausgehält, aber. Gerhards Grab. Ich frage mich, ob es etwas mit dem Mord an dem Baron zu tun hat. Ich sollte den Abstand möglichst mal das Grab öffnen zu dürfen. Hier ruht Gerhard. Es gibt Drogen. Was habe ich da? Da muss ich jetzt nicht rein. So, gehen wir mal schnell in den Grab und sprechen mit dem Abt. Achso, das war falsch. Wo kann ich mit Ihnen sprechen? Sebad? Andreas, es tut mir leid, was mit Bruder Piero geschieht. Ich kenne ihn nicht gut, aber es fällt mir schwer zu glauben, er könnte den Baron ermordet haben. Habt ihr einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte? Habt ihr etwas gesehen? Leider nicht. Meistens lese ich morgens im Innenhof, aber der Regen macht das unmöglich. Und wenn die Brüder auch freundlich zu mir sind, kenne ich sie nicht gut genug, um Vermutungen zu äußern. Ihr habt sicher ein anderes im Kopf, aber habt ihr über mein Angebot nachgedacht, ein gemeinsames Mahl mit den Stadtbewohnern einzunehmen? Das Evangelium sagt, dass der Mensch nicht allein von Brot leben kann. Nur von Zeit zu Zeit ist da das Brot nötig. Ich muss den Mord des Barons weiter untersuchen. Vielleicht später. Natürlich, ich verstehe. Gut, schenke euch Gesundheit. Bis später. Es tut mir ein bisschen leid. Dem hätte ich schon gern gegessen. Geh mal in den großen Garten. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich kann mich jetzt noch falsch verhalten. Ich glaube, ich mache deswegen mal Folgendes schnell. Und zwar würde ich sehr gern... Wir sind hier in Slot 1. Ich werde mal lieber an der Stelle kurz ins Safe Game kopieren. Okay. Für den Fall, dass wir hier
Ich muss sagen, ich würde gerne an das Grab nämlich kommen. Okay, drückt mir mal die Daumen. Dass ich jetzt nicht falsch mache, Andreas. Ich vertraue darauf, dass du dich an meine Anweisungen hältst und Piero und die anderen Mönche in Frieden lässt. Natürlich. Natürlich, ich habe mich an eure Anweisung gehalten, so frustrierend sie auch ist. Es gefällt mir nicht, dass du meine vernünftige Bitte als frustrierend bezeichnest. Aber ich muss zugeben, dass ich keine Beschwerden über dein Verhalten gehört habe, wofür ich dankbar bin. Ich weiß, dass du und Bruder Piero einander nahesteht. Du musst darauf vertrauen, dass Gott, wenn Piero keine Schuld am Tod des Bauerns trägt, dies dem Erzdiakon offenbaren wird. Hier steht mehr auf dem Spiel, als du begreifst, Andreas. Was mache ich denn? Was steht denn hier genau auf dem Spiel? Abgesehen vom Leben eines unschuldigen Mannes natürlich. Es gibt nur noch wenige Doppelklöster mit funktionstüchtigen Skriptoren. Sie sind kostspielig und die Kirche heißt sie nicht gut. Baron Rotvogel war ein Freund des Fürstbischofs. Und wenn der Fürstbischof es wollte, so könnte er die Schließung der Abtei und die Auflösung unserer Gemeinde anordnen. Einer Gemeinde, der du nicht angehörst und deren Prekariat du daher auch nicht verstehen kannst. Ich dachte, du bist ein kluger Mann, Andreas. Deine Unwissenheit enttäuscht mich. Ich möchte euch nicht enttäuschen, Vater Gernot. Ich möchte aber auch nicht, dass ein Unschuldiger allein aufgrund der Umstände stirbt. Daher komme ich zu euch mit einer Bitte. Und? Wir probieren es mit Waage. Was hat das mit Baron Rotvogels Tod zu tun? Ich vermute, dass die Waffe, mit der der Baron ermordet wurde, dort vergraben sein könnte. Baron Vogel wurde erstochen. Wir kennen die Mordwaffe. Bruder Piero hielt sie in der Hand, als wir ihn fanden. Zwei tödliche Wunden erhalten haben. Eine oberflächliche Bauchwunde blutet nicht derart. Und das weißt du woher? Ich habe einige solcher Verletzungen während meines Medizinstudiums an der Universität untersucht. Nun eine Kopfwunde, das ist eine blutige Angelegenheit. Entschuldigung, erinnert mich immer an abgeschlachtete Schweine. Das genügt. Das Urteil über die tödliche Wunde des Bauerns überlasse ich Dr. Stolz und dem Erzdiakon. Nicht wie eines wandernden Künstlers. Es ist offensichtlich für jeden, der Leichnam des Barons Rotvogel mehr als nur oberflächlich betrachtet. Willst du andeuten, dass ich dem Mord an Baron Rotvogel nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt habe? Du scheinst zu glauben, es schere mich nicht, wer den Baron ermordet hat oder ob Piero der Mörder ist, das tut es. Aber auch ich habe hier eine Rolle zu spielen und ich kann die Autorität des Erzdiakons nicht derart untergraben. Hältst du mich für einen Narren? Ich werde nicht gestatten, dass du Bruder Gerhards Leichnam aufgrund einer Vermutung exhumierst.
Was macht es schon? Es sind nur noch Knochen. Ich bin sicher, es würde ihn nicht stören. Es war ein Bruder dieser Abtei und sollte in Frieden ruhen. Und hier hätte ich auch gern. Geh nun und belästige mich nicht mehr damit. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Und deswegen werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde den Spielstand neu laden. Klick auf die Uhr. Das machen wir, das Gespräch wiederholen wir nochmal. Deswegen schalte ich jetzt mal ganz kurz auf die Einstellung um und beende das Spiel. Spiel beenden. Und werde das Ganze noch einmal neu laden. So. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. So, willkommen zurück. So, als ob wir das Gespräch nie geführt hätten. Und jetzt müssen wir mal Ferenc anbieten. Andreas, ich vertraue darauf, dass du dich an meine Anweisung hältst. Und Piero, das hatten wir schon. Ich habe mich an deine Anweisung gehalten. Das gefällt mir nicht. Frustrierend. Der ist nicht. Der Abt ist nicht ohne. So, das Gespräch hatten wir schon. Das machen wir weg. 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 So. Das ist total schwierig. Also wir machen mal jetzt genau das, was wir vorher gemacht haben. So. Das hatten wir auch schon alles. So. Enttäuscht mich. So. Und deshalb komme ich mit einer Bitte zu euch. Und? So. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Prior Ferenc etwas im Bruder Gerhards Grab versteckt hat und ich möchte es ausgraben. Was hat das mit dem braunen Rotvogel zu tun? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe eine Vermutung. Hältst du mich für einen Namen? Ich werde nicht gestatten, dass du Bruder Gerhards Leichnam aufgrund einer Vermutung exhumierst. Nee. Nee. So. Das akzeptiere ich nicht. Ich muss wirklich an das Spiel heran. Das nützt alles nichts. Ich möchte wissen, was in dem Grab ist. Das kann nicht sein. Vielleicht kann ich das auch gar nicht lösen, das Problem. Das wäre natürlich bitter. Aber so geht es natürlich nicht. So, jetzt probieren wir das ein drittes Mal. Weil es bleiben nicht viele Leute, die diese Zettel geschrieben haben. Es muss. Andreas, so, jetzt gehen wir mal schneller durch. Ja, ich habe mich an der Anweisung gehalten, habe nichts gesagt. So, frustrierend. So, und Piero hat mir auch schon alles. So, was steht denn auf dem Spiel? Dann lassen wir uns das erklären. So. So, Unwissenheit enttäuscht mich. Unschuld stört. Da komme ich mit einer Bitte. Und so, Bruder Ferenc Grab. Was hat das mit Baron Rotvogel zu tun? Und dass die Waffe, mit der der Baron ermordet wurde, dort vergraben sein könnte. Baron Vogel wurde erstochen. Ah, ich komme nicht näher ran.
Woher weißt du das? Das müssen wir sagen, sonst. Ich probiere jetzt noch eine andere Option aus. Dann verfolge ich das nicht weiter. Und zwar, dass ich eben nichts weiß. Dass ich nicht Gott bin, aber auch nicht allwissend. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir ja keine Chance. Dann habe ich ja keine Chance, das besser zu machen. Okay, probieren wir das aus und dann beende ich das auch, aktuelle Session. Obwohl das natürlich bitter wäre, ne? Also das heißt, da liegt so viel, hängt so viel dran und steht so viel auf dem Spiel gerade. So, also noch einmal, Gernot. Ich kann irgendwie auch nichts. Ja, ich halte mich dran. So. Erzirkon steht viel auf dem Spiel. Natürlich nicht, da ich nicht Gott und auch nicht allwissend bin. Da komme ich zu euch mit einer Bitte. Und Ferenc hat was versteckt. Was hat das mit dem Baron Rotfunk zu tun? Ich vermute, dass die Waffen der Baron. Oder erstochen. Wir kennen den Mord vor Bruder Piero Hüls in der Hand, als wir ihn fanden. Er könnte zwei tödliche Wunden. In der Oberfläche blutet. Und das weißt du woher? Ich habe einige solcher Verletzungen während des Medizinstudiums untersucht. Das genügt. Das Urteil über die tödliche Wunde des Barons überlasse ich Dr. Stolz und dem Erzdiakon. Nicht der eines wandernden Künstlers. Ziehe ich Bruder Florian jetzt mit rein, dann habe ich gelogen, dann weiß er das. Dieser Abtei und sollte in Frieden ruhen. Und die hätte ich auch gern. Geh nun und belästige mich nicht mehr damit. Halt, da stand noch was anderes gerade. Folgbert. Davon überzeugen, mir dabei zu helfen oder Otto Zimmermann. Volkbert, oder? Volkbert, Volkbert. Volkbert überzeugen, der ist Novize. Volkbert, wo ist Volkbert? Wo finde ich Volkbert? Küche und Keller? Ah, Reuslauf. Tut mir leid, Andreas, ich darf euch da nicht hinunterlassen. Fordere gern und will nicht, dass jemand von der Ankunft des Erzählers oder Pia spricht. Was denn? Glaubt ihr etwa, ich nehme mit ihm Reis aus? Ich weiß ja. Ihr wisst, dass das absurd ist. Was soll ich denn tun, Andreas? Ich darf die Ahnung des Papstes nicht um. Tut mir leid. Nein, ihr habt recht, ich werde es dabei bewenden lassen. Gott segne euch, Andreas. Wo ist Volkbert? Volkbert war das letzte Mal bei den Schwaben.
Schweinen am Tiergehege. Da habe ich ihn zumindest gesehen. Ist er da jetzt auch? Nein. Hier ist er nicht. Schlachthaus ist er nicht. In der Schweine. Halt. Gut. Es hätte sein können, dass die Figur fehlt. War ganz unabhängig davon, wie schwer die ist, hätte natürlich auch die als Mordwaffe gut herhalten können. So ist Volkbert. Da ist Volkbert. Guten Tag, Andreas. Braucht ihr etwas? Vater Abt hat gesagt, ich soll euch helfen, wenn ihr mich braucht. Hier bin ich also. Es gibt etwas, wobei ich eure Hilfe brauche, Bruder Volkbert. Ich vermute, dass etwas in Gerhards Grab verbogen wurde. Könntet ihr uns vielleicht für mich ausheben? Habt ihr Vater Garnot gefragt? Ich will ihr helfen, aber zuerst muss er mir seinen Segen geben. Ja, ich habe mit dem Abt geredet. Er sagt, es wäre in Ordnung, aber sprecht ihn nicht drauf an. Nur dann ist es gut, ich spreche nicht mit dem Abt. Muss ich mal sagen. Können wir später darüber reden? Ich fürchte, die Zeit drängt. Oh, verstehe, verzeiht, dass ich euch aufgehalten habe. Das Ausgraben des Leichnams wird ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Sollen wir sofort anfangen? Noch nicht ganz, ich komme zurück, wenn ich so weit bin. Sagt Bescheid, wenn ihr mich braucht, Andreas. Doc G. Rüdiger. Ich soll doch essen. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Hier kann ich jetzt auch nicht essen, komischerweise. So, gehen wir mal weiter. Nach draußen. So. Kann ich noch essen? Aus Abtes Gästehaus, Orchis Tassi. Zum Köhler vielleicht? Geh mal zur 2 Unschuldigen. Könnte der Köhler sein. Könnte aber auch. Linhard ist eigentlich entscheidender. Ich gehe bei Linhard essen. Wo ich jetzt hier warte mal. Ehrlicherweise, mit dem Blick auf die Uhr. 1:34 mache ich erstmal Schluss. Speichere hier ab und setze das Ganze beim nächsten Mal fort. Dann mit dem Essen bei Linhard und bin gespannt, ob ich die Geschichte um das Grab Gerhards lösen kann. Bis zum nächsten Mal. Hat mir viel Spaß gemacht bisher. Ich bin wirklich gespannt.
wie es hier weitergeht.